Oha! Nas! Voluminas hat einen Brief bei sich, in dem Folgendes geschrieben steht. Hallo, ich bin Smailer. Dieses Voluminas hütet manchmal den Laden für mich. Mir kam leider etwas dazwischen. Ich warte jetzt in den Ruinen des Lebens auf dich. Sie liegen hinter dem Hügel des Gedenkens. Bis dann, Mailer. Eine Botschaft von Nas Gnet. Oder von Voluminas, ja. Voluminas hieß das, glaube ich. Aha, kommt nochmal zurück. Hat aber eine breite Nase. Minas. Ein Trank für mich. Hier ist das Item Top-Trank. Top-Trank wurde in der Medizintasche verstaut. Voluminas. Voluminas. Versteht er? Voluminöse Nase. Hehehe, auch wieder witzig. Willkommen bei Mailers Schmuckstücken. Ah, hier gibt es auch was zu kaufen. Feuerstein, Donnerstein, Wasserstein, Blattstein. Abbrechen, abbrechen. Nochmal. So. Was passiert eigentlich, wenn wir dem Pikachu einen Donnerstein geben, dann entwickelt er sich dann zu Alola Raichu und ist nicht mehr Ash Pikachu oder wird er dann zu einem Ash Raichu? Hier gibt's Haarbänder und Schleifen zum Besorgen. Alles klar. Gegrüßt, Menin, Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, wir sind hier wieder in Konikoni City. Was heißt hier wieder? Wir waren nie weg. Nur noch offscreen war ich ein bisschen auf einer Route. Offscreen. Es kann sogar sein, kann das sein, dass ich sogar hier noch ein bisschen Schnittmaterial habe, dass ich hier im letzten Part reingegangen bin und das Gespräch zwischen Voluminas und der Zwergenfee gefilmt habe. Naja, wie auch immer. Ich werde es irgendwie zusammenschneiden. Ich hoffe, es passt. So, ich habe mich auch ein bisschen spoilern lassen, was die Dittos hier in Konikoni City angeht. Hier gibt es einige, also 4 Banditos, die sich versteckt haben als Personen. Wir sind im letzten Part schon 5-6 Mal an dem ersten Bandito vorbeigelaufen. Also ja, wir sehen ihn die ganze Zeit im Bildschirm. Also ich steuere mal direkt auf ihn zu. Ja, hier. Hallo Bandito. Ich habe mich mal erkundigt, wer hier alles Bandito ist. Und ja, wir werden heute mal ganz schnell hier die ganzen Banditos fangen. Nein, fangen werden wir sie nicht, aber besiegen. Und ja, den ganzen Schlamassel hier aufdecken. Und dann werden wir ruckzuck Richtung nächste Inselprüfung gehen. So der Plan für heute. Git! Ditto, frage ich. Ditto, frage ich. Also, und er antwortet Ditto! Und der erste Kampf hier. Bandito Nummer 2. Ein Ditto-Wild erscheint. Los, Kids. Kilias Kids. Das schmeißt sich in den Kampf und besiegt hoffentlich mal das Ditto Level 29. Er ist Level 23, aber was soll's. Wir können es ja mal versuchen. Den Versuch ist es wert, denke ich. Auf jeden Fall ist es den Versuch wert. Was soll Kids tun? Einfach weiterkämpfen. Ja gut, Aquabelle hat jetzt nicht viel gebracht. Zumal sich Ditto ja in ein Kid verwandelt hat. Also jetzt auch Aquabelle einsetzt. Ah, stimmt ja. Das waren die Sachen, die halt so bei Ditto Sache waren. Ja, Ditto kann sich verwandeln. Das ist so seine Eigenschaft mit der Attacke Wandler. Wasserring, ja gut. Das heißt, Ditto setzt jetzt Wasserring, Superschall, Hornattacke oder Aquawelle ein. Insofern er nicht die Setkraft einsetzt. Dann kann er nicht, er hat ja keinen Setkraftring. Ich würde mal sagen, wir tauschen mal zu Pikachu. Pikachu sollte ja gegen
dass Bandito nun effektiv sein, weil Bandito hat sich ja jetzt in Kid verwandelt und ja, mein Kid ist auch eine Würde in einem Kampf gegen Pikachu etwas im tiefen Nachteil sein. Also ja, da haben wir das Bandito besiegt. So kann man es übrigens in die Falle locken, ein Ditto. Pikachu erreicht Level 29. Das ist schön. Das freut mich sehr. Wangenrubbler. Nun was auch immer. Der Anwender lädt seine Wangen elektrisch auf und greift an, indem er sich damit am Ziel reibt. Das Ziel wird paralysiert. Okay. Brauchen wir aber nicht. So, ein paar Erfahrungspunkte und Kid erreicht Level 24. Oh, hat er verdient. Früheren Schlag. Na komm. Aber sowas von. Zum Beispiel gegen Superschall. Mit Superschall brauchen wir ja nicht. Was wollen wir denn damit? Also, Früheren Schlag erlernt. Dann kann der mal wieder ordentlich reinhauen, der Kid. So, und damit wäre das Ditto instant, das sich als Kräuterverkäufer ausgegeben hat. Also, dieser Hinweis, Kräuterverkäufer. Habt ihr euch den mal angesehen? Sah der aus wie ein Kräuterverkäufer? Ganz mal, ganz im Ernst mal, liebes Spiel. Sah das aus wie ein Kräuterverkäufer? Für mich sah das ja nach Wanderer aus, aber gut. Hier, jetzt kommt der echte Kräuterverkäufer. Sieht das für euch aus? Sieht das für euch aus wie ein Kräuterverkäufer? Ich sag einfach nichts mehr dazu. Also, ja gut. Wir sollten nach einem wir sollten nicht nach einem Wanderer suchen, wir sollten nach einem Verkäufer suchen, der arbeitslos irgendwo rumsteht und sich die Zeit vertreibt. Sieht, also, das ist fair, komm. Nein, ich sag dazu nichts mehr. Verzeihung für meine Abwesenheit, ich war mit Captain Maho Kräuter sammeln. Ich bin ab sofort wieder zu Diensten, wenn du Kräuter kaufen möchtest. Dankeschön, lieber Wanderer, dass du mir auch Kräuter verkaufst. Ich wusste nicht, dass Wanderer auch Kräuterverkäufer sein können. Schön, dass wir es herausgefunden haben. So, gehen wir zum Polizeirevier und holen uns den nächsten Hinweis. Für den nächsten Ditto, für den nächsten Bandito. Was sagst du da? Der Kräuterverkäufer war also ein Ditto. Kein Wunder, dass der Verkäufer so nachlässig war und wirkte. Du kannst zwar jede beliebige Gestalt annehmen, die menschliche Sprache beherrscht, ja, allerdings nicht. Danke, dass du diesen Fall gelöst hast. Das ist eine kleine Belohnung für dich. Ein bisschen Geld, das ist 16.000 Poké-Dollar. Unterstütze uns bitte auch weiterhin dabei, den 5 Banditos auf die Schliche zu kommen. Ja, hast noch einen weiteren Hinweis für mich. Seit kurzem schmeckt kein Gericht in meinem Lieblingsrestaurant in Konikoni City mehr so, wie ich es gewohnt bin. Ich würde wetten, dass dies ebenfalls auf das Konto der 5 Banditos geht. Ich habe eine Idee. Der Hinweis ist schon besser als der erste. Aber hallo. Dieser erste Hinweis, meine Güte. Vor allem sieht der fahrlässig aus. Woher soll ich denn wissen, das ist... Wo hätte ich das denn riechen sollen, dass das der Bandito ist? Kräuterverkäufer. Pff. Ja, er hat wohl ziemlich nach Essen geredet. Also, er hat wohl ziemlich über Essen geredet. Deshalb vermute ich mal, dass sich hier im einzigen Restaurant in Konikoni City der entsprechende Bandito befinden wird. Und ja, ich spreche einfach mal ihn hier an. Dit! To? Ditto, ditto! Da ist der dritte. Der dritte Bandito. Na, da waren es nur noch zwei, wenn ich richtig erinnere mich. Wenn ich mich daran richtig erinnere. So, dann verwandle dich mal in Kid. Das wäre schön, dann können wir mit Pikachu angreifen. Das Team ist übrigens sehr geschwächt. Von irgendwelchen Kämpfen, von welchen auch immer. Frag mich nicht. Aus irgendeinem Grund habe ich die nicht geheilt. Vielleicht habe ich wohl irgendwie ein bisschen Offscreen-Training gemacht. Ich kann mich nicht erinnern. So, jetzt mal Pokémon wechseln zu Pikachu. Komm, Pikachu. Mach das, Bandito, alle. Das ist doch mal die beste Technik hier. Ditto verwandelt sich in ein Wasser-Pokémon und Pikachu, das Blitz-Pokémon, greift ein und macht es alle
Also, wie wär's denn mit Donner Blitz? So, einmal Donnerblitz hier auf das Ditto. Und das war's auch schon. Es ist sehr effektiv gegen ein Ditto, was sich in ein Wasser-Pokémon verwandelt. Superb. Und wenn das so schnell weitergeht, dann können wir das schaffen. Dann können wir das in diesem Part noch abschließen und können dann gleich Richtung Inselprüfung wandern. Du hast das Ditto entstanden, das ich als Koch ausgegeben hatte. Da kommt der echte Koch. Oh nein, ich bin viel zu spät dran. Ich habe hier zu viele Leckereien geschlemmt und war in gefühlte Ewigkeit in meiner Haustür eingeklemmt. Trotzdem hat das Restaurant schon auf. Sieht ganz so aus, als hätte jemand an meiner Stelle das Essen zubereitet. Ein Essen zubereitendes Ditto. Ah, okay. So, jetzt ist der echte dort vor Ort. Sagen wir mal im Polizeirevier Bescheid, was wir das dritte Banditto gefangen haben. Das wäre, glaube ich, ganz ratsam. Ach bloß, hat es sich also in Wirklichkeit um ein Ditto gehandelt. Das erklärt natürlich, warum das Essen so anders geschmeckt hat. Ein Ditto stand hinter dem Herd. Danke, dass du diesen Fall gelöst hast. Das ist hier eine kleine Belohnung für dich. Wieder ein bisschen Geld. 20.000 diesmal, okay. Unterstütze uns bitte auch weiterhin dabei, den 5 Banditos auf die Schliche zu kommen. Na dann, mach ich doch gerne, hast noch einen Hinweis. In letzter Zeit klangen immer wieder wenige Leute in Konikoni über Verspannung, klagen über Verspannung. Es würde mich nicht wundern, wenn das mit den 5 Banditos zu tun hätte. Ich weiß, wer es ist, wisst ihr es auch. Ditto. Ja, da ist er, der vierte Banditto. Ja, vierte Banditto. Haben wir es gleich. So macht man dieselbe Technik wie immer. Kit, auf in den Kampf. Und ihr wisst, was ich dann mache. Pikachu. Einmal Furienschlag austesten. Zack, zack. Ach so, haben wir ja schon ausprobiert. Im letzten Kampf. Ja, im Internet, also ja, im Internet, also das Neuland, das man halt so kennt, da habe ich mich halt so ein bisschen belesen und da werden auf einigen Websites so Vermutungen laut und wird so behauptet, es gäbe einen Ditto-Glitch oder einen Ditto-Bug. Ich glaube eher Ditto-Glitch hieß das, in Pokémon Ultra Sonne und Mond. Da ging es halt um diesen Koch, den man halt anspricht und der halt ganz zufällig dann Ditto ist. Also das lag wohl daran, dass halt irgendwo jemand mal halt nicht im Polizeirevier war. Das geht halt nämlich auch, dass du halt im Polizeirevier warst und das halt da nicht warst und halt nicht die Aufgabe geholt hast und dann... Ich glaube, so geht das, dass du halt dann den Wanderer ansprichst und der ein Ditto ist, dann den Koch ansprichst und der ein Ditto ist. Oh. Und halt die Überraschung da ist, dass du halt nichts von der Aufgabe weißt und dann halt denkst, holla, die Waldfee, ich kann hier einfach durch einen Glitch einfach einen Pokémon, einen Ditto fangen hier, der sich als ein Mensch versteckt. Das ist einfach phänomenal. Nein, ist das nicht. Es ist vom Spiel einprogrammiert. Es ist gar kein Glitch. Du hast das Ditto entstanden, das sich als Lomi-Lomi-Masseurin ausgegeben hatte. Na, da ist die Lomi-Lomi-Masseurin wieder da. Seltsam. Da kommt man von einem Urlaubstrip zurück und alle im Ort schwärmen von meiner tollen Lomi-Lomi-Massage. Dabei war mein Laden doch geschlossen, während ich fort war. Merkwürdig. Und wer hat mir im letzten Part das Pikachu massiert? Und war das Ditto oder was? Was? Die Lomi-Lomi-Masseurin war in Wirklichkeit ein Ditto? Nur zum Mitschreiben. Ein Ditto hat die Leute hier also ordentlich durchgeknetet. Ja. Ja, das kann man auch zweideutig sehen. Ja, bei seinem weichen Körper ist es kein Wunder, dass es sämtliche Verspannungen lösen kann. Danke, dass du diesen Fall gelöst hast. Das ist eine kleine Belohnung für dich. 24.000 sogar. Oha, ich werde reich. Ja, reich werde ich dadurch jetzt nicht. Also, kostet ja auch ein bisschen die Kleidung und so weiter. Unterstütze uns bitte auch weiterhin dabei, denn den 5 Banditos auf die Schliche zu kommen.
Hinweis für den letzten. Das hat jetzt zwar nichts mit Ditto zu tun, aber letzter Zeit sieht man Meiler in Corleone City auf Mutterseelen allein aufs Meer hinaus starren. Ich wünschte, ich könnte ihr irgendwie helfen. Und ob das... Wir geben uns direkt mal hin. Am Strand hier. Sie steht dort an der Brüstung und starrt. Oh, da ist sie auf einmal da. Starrt sie in die Ferne. Und sie sagt... Dit. Ditto. Ja, sie ist der fünfte Bandito. Der Chef sozusagen von den Banditos. Verkleidet sich natürlich als die Inselkönigin. Das war was denn auch sonst. Der Chef sollte sich natürlich als die Königin verkleiden. Ditto. Und da haben wir den letzten Kampf. Den letzten Bandito-Kampf. Ein wildes Ditto erscheint. Na dann. Üble Taktik. Ja, eine üble Taktik ist das auch. Übliche Taktik. Übliche Sache. Auf geht's. So, einmal Wandlehre. Da haben wir den Ditto, der sich als Kid verwandelt hat. Blöderweise. Jetzt einmal eine Attacke ein. Kid ist verwirrt. Ditto ist verwirrt. Oh, habe ich verwechselt. Sehen sich so ähnlich aus. Steht ja nicht Ditto und Kid drüber. Dann würde ich noch einmal zum letzten Mal Pikachu auffordern, hier einmal in den Kampf zu treten und einmal sich dem Ditto zu stellen und einfach mal das wie Kid aussehende Ditto besiegen. Ja, es greift mit einer Wasserattacke rein. Aber einmal Funkensprung, das wird doch hoffentlich was bringen und das 29 Level Ditto besiegen. Was? Nein! Noch nicht ganz. Zählt wohl noch ein bisschen aus. Wasserring, okay. Das soll uns nicht daran hindern, jetzt noch einmal Donnerblitz einzusetzen und das Ditto zu besiegen. So, da hat es wir. Und Pikachu geht siegreich aus dem Kampf gegen das Ditto hervor. Kid erhält einige Erfahrungspunkte. Du hast das Ditto entfernt, das ich als Meiler ausgegeben hatte. Da kommt die echte Meiler oder was? Nein, nicht. Gar nicht. Schade. Was, die Person, die sich einsam und allein aufs Meer starrte, war also ein Bandito? Nicht sich. Einfach ohne sich. Ich habe sie von hinten gesehen, wie sie wehmütig am Strand saß und der Wind von Alola durchs Haar wehte. Ich kann auch nicht mehr reden heute. Ich hätte schwören können, dass es sich bei ihr um die echte Meiler handelt. Danke, dass du diesen Fall gelöst hast. Das hier ist eine kleine Belohnung für dich. 28.000 Poké-Dollar. Yay. Da du sämtliche Fälle gelöst hast, bekommst du noch ein Geschenk obendrauf. Du hältst das Fokusband. Fokusband, okay, was soll ich damit? In der Item ist doch schon verstaut. Wow, du hast alle Mitglieder der 5 Banditos enttarnt. Vielen Dank für deine Kooperation. Jetzt wissen wir endlich, wie wir Menschen von Ditto unterscheiden können. Letztere benehmen sich auffallend und merkwürdig und sprechen nicht. Ja gut. Doch was, wenn es auch Dittos gibt, die selbst das Verhalten und die Sprache von uns Menschen perfekt imitieren können? Vielleicht ist schon längst jemand aus deinem Umfeld von einem Ditto imitiert worden, ohne dass du es gemerkt hast. Hahaha, war nur ein Scherz. Dum, dum, dum. Inception-Sache, so eine. Das ist, alle sind jetzt Dittos, also wurde halt wirklich so Matrix-Inception-mäßig so. Ditto ist ein einzigartiges Pokémon, das sich in alles und jeden verwandeln kann. Vielleicht auch in dich, oder in Tali, oder in den Professor, oder Inselkönig Meiler. Vielleicht schon gemacht. Hat sie ja schon mal gemacht, wieso sollst du es nicht normal machen? Und weiter geht's in der nächsten Folge von Akt X. Frank, wir sehen uns in der nächsten Folge. So. Hier befinden sich die Gräber von Menschen, die früher in Alola wichtige Stellungen innehatten. Sie sollen wohl das Kapu über ihre letzte Ruhe wacht. Wenn meine Zeit kommt, würde ich mich gerne im Grab mit meinem Wuffels teilen. Wuff!
Ein Grab mit deinem Hund teilen. Okay, das ist auch was Außergewöhnliches. Oh, ein Labyrinth auf einem Friedhof. Ah, auch was Spezielles. Hier haben wir das Kitty hier. Dein Kind. Okay, das lässt uns nicht an den Pokéball. Was du willst. Ich will auch Richtung Inselprüfung. So. Wenn ich zum Pokéball, dann geht's wieder zurück. So, ich finde mal den Weg hier lang. Ich würde mal sagen, da geht's lang. So durchs hohe Gras. In das kleine Kitty kämpfen, aber ja, komm. Ich will auch mal zur nächsten Inselherausforderung kommen und zur letzten Inselherausforderung auf der Skala kommen. Und ja, ich habe heute eh nicht so viel Zeit. Ich habe noch nachher einen Termin und ja, ich muss die Aufnahme dann auch mal bald beenden. Also ja, so viel Zeit können wir hier nicht nehmen. Haben wir den Dialog bekannt aus Pokémon Sonne. Team Skull, ihr gebt jetzt auf der Stelle das gestohlene Pokémon zurück. Na los. Flieg. Jetzt kommt uns doch jetzt nicht mit sowas. Red mal Klartext mit denen, damit sie es checken. Wir verhökern die Pokémon ja nicht zum Spaß. Schließlich müssen wir von was leben, kapiert? Aber bitte, wenn ihr es unbedingt zurückhaben wollt, dann nehmt es doch mit dem Kampf ab. Flieg! Ärmel hochgekrempelt und ran an den Feind. Sie haben leicht reden, Herr Regionalleiter. Schließlich mache ich immer die ganze Arbeit. Aber ich bin nun mal der letzte Bastion der Aether Foundation. Und als solche kann ich mich wohl schlecht in den erstbesten Kampf stürzen, oder? Hey, du da. Du kommst gerade recht. Ich überlasse dir die Ehre, die Schergen von dem Skull zu verjagen. Na toll. Jetzt werde ich wieder an die Front geschickt. Das ist wieder mal typisch. Da sind schon zwei Experten, die kämpfen können, rein theoretisch, und schicken natürlich mich nach vorne. Aber Team Sky ist ja nicht das Problem, das können wir besiegen. Na, bist du bereit für diesen Fight? Ich wurde ja schon bereits geboren. Was? Ich gesagt, das ergibt gar keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Team Skyrüppel fordert dich heraus. Dann bockt man hier ein Radikal. Ah, okay. Davon habe ich schon einige besiegt. Ein ganzes Herrscher-Pokémon habe ich sogar schon davon besiegt. Ich denke, das kriegen wir hin. Level 24, Radikal gegen Kids Level 25. Ja, gut. Ich gönn's mir mal. Super Wassertornado. Obwohl es eigentlich nicht nötig ist. Was so ist. Haben wir was zum Gucken. So, super Wassertornado. Wir haben es, glaube ich, im letzten Part schon gesehen. Bei diesem Typen, der sich da so ein bisschen angestellt hat. Mit seinem Perdu. Alter, das Perdu. Habt ihr den letzten Part gesehen? Wenn nicht, guckt nochmal rein. Alter Schwede, war das ein Perdu. Dieses Perdu. Alter, ich... Ja, es ist vorbei, der letzte Part. Bitte was? Okay, das hat relativ wenig gemacht. Wie wäre es denn mit Folienschlag? Das soll effektiv sein. Okay, Kind ist vielleicht nicht der Richtige hier für diesen Kampf. Versagt gegen Team Flair, Team Skull. Ja, gegen Team Skull. Wollte schon Team Rocket sagen, hab dann zurückgewichen, hab Team Flair gesagt, ja gut. Nein, ist wirklich nicht der Richtige, der Kid. Der ist kein richtiges Pokémon für diesen Kampf. Aber Mary vielleicht. Ja, Mary, komm. Schaffst du das letzte bisschen? Die Hälfte hat Kid schon gemacht. Jetzt schaffst du es noch ein bisschen. Mit Felsgrab. Ja, Felsgrab. Das klingt vielversprechend. Kann man mal versuchen. Knirscher. Zack. Okay, das zieht viel ab. Ganz, ganz viel. Okay, das zieht nicht so viel ab. Ja, gut. Da ich mehr erwartet. Vielleicht kannst du trotzdem nochmal Felsgrab einsetzen. Ja, bist eine geile. Mein kleines Hündchen. Ganz geiles kleines Hündchen. Kannst super gut einsetzen. Da nehmen wir doch mal eine Mähne. Müsste was rappeln in der Kiste in den Mu und raus bist Steve. Ja. Bist du Steve. Dann setz mal was ein. Wie wäre es denn mit Durchbruch? Das soll laut Beschreibung sehr effektiv sein auf Radikal. Ja. Naja, gut.
Die paar KP haben wir jetzt auch noch abgezogen bekommen. Mit dem Steve. Team Sky Rüpel wurde besiegt. Was für eine Seltenheit. Das war ein Team Sky Rüpel besiegen. Oh, jo, Schwester, mit dir ist nicht zu spaßen. Was? Zeckenfürst gewinnt 768 Pokémon und geht sich gleich aus dem Kampf gegen Team Sky Rüpel hervor. Aber ja, gut. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu stark oder ich zu schwach. Du bist zu schwach. Die Frage wäre beantwortet. Die Wahrheit tut jedenfalls weh. Das sonnende Pokémon brauchen wir eh nicht. Nehmt es und gebt gefälligst Ruhe. Ciao. Da hauen sie wieder ab, die Feiglinge. Was für eine Erleichterung. Flieg. Ich danke dir. Du bist doch auf Inselmannschaft, oder? Jedenfalls bist du ein großartiger Trainer. Ich bin wirklich schwer beeindruckt. Ich würde dir gerne etwas Großartiges zeigen, aber bestehe erst einmal Akanas große Prüfung. Dann werde ich dich vom Hanohano-Resort aus an einen unglaublichen Ort, tollen Ort führen. Du hast uns aus der Patsche geholfen. Ich danke dir ganz herzlich für alles. Wir, was für ein Glück, dass du gerade vorbeigekommen bist. Viel Erfolg bei der Inselmannschaft. Die stürzen sich nicht selbst in die Kämpfe. Was soll ich denn davon bitte halten? Können sie doch mal selbst mal irgendwie in den Kampf treten, anstatt immer die kleinen Kinder hier vorzuschicken. Wie feige das ist. Blutsauger. Ich muss noch herausfinden, was ich mit diesem Band anfangen kann, was ich jetzt als Belohnung für die Polizeiarbeit bekommen habe. Aber ja, das kann ich auch notfalls auch offscreen machen. Ja. Luminas. So, die Inselprüfung. Die habe ich aus Pokémon Sonne noch schwer in Erinnerung. Da habe ich wirklich schlechte Erinnerungen dran. Das soll wirklich schwer werden. Ich spreche hier mal zwischen. Oder auch nicht. Du bist also die, von Gladio erzählt hat. Für mich siehst du wie ein ganz gewöhnliches Mädchen aus. Da geht's schon weiter im Dialog. Ich bin Fran. Ich halte den Skull zusammen. Ich bin dort sowas wie die große Schwester für alle. Wie du weißt, sind die alle nicht unbedingt die Hellsten. Aber gerade das ist, was sie so liebenswert macht. Verstehst du, was ich meine? Und du erst, meine süßen Geschwister. Also muss ich dem ein Ende setzen. Kampf gegen sie? Na toll. Ich beenden, aber... Mit ihr habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Zwei Pokémon hat die. Ach du Schande. Zeit habe ich keine mehr, aber komm, beeilen wir uns. Okay, hauen wir rein. Das sollten wir doch hinkriegen. Los, Steve! Ich muss zum Termin, also ich darf... Ja, ich muss langsam mal los. Los, Pflücker, auf das Golbat. Komm, es ist noch ein Golbat. Das wirst du doch wohl schaffen, oder? Das wird wohl zu schaffen sein. Es verwirrt. Ja, komm, jetzt hier verwirrt es halt. Komm, das überstehst du. Pflücker, komm. Hau rinne, sag ich. Hey, okay, hau rinne sieht anders aus. Durchbruch vielleicht, das wäre eine Möglichkeit. Flügelschlag. Okay, sie ist nicht die Schwächste. Zack. Okay, das bringt relativ wenig. Sie sollte vielleicht bei Pflücker bleiben. Und ich nutze, glaube ich, meinen Trank. Ja, vielleicht nicht schlecht. Ein Supertrank. Jetzt bin ich ordentlich im Stress. Ich muss die Aufnahme beenden. Nein! In der Kampf kommt sinnvoll. Zu einer sinnvollen Zeit. Hätte ich mal... Ja, das ist ein bisschen vorgegangen und dann geht es schon weiter hier mit dem Dialog. Ah, so ein Kack auch hier. Komm, noch einmal Pflücker hier. Ach, Mann. Komm, Steve. Nein, Steve! Verdammt, Steve, was machst du? Pikachu, komm, das ist ein einfaches Golbat hier, komm. Das ist die Nachentwicklung von Zubat. Mach schon hinne. Komm, Funkensprung, mach's, komm, hau kaputt. Hau kaputt die Scheiße. Alter Schwede. Ist das ein mächtiges Golbat. Und es hält immer noch aus, ist paralysiert, aber. Meine Fresse hier, fast ein One-Hit hier. Und das Pikachu. Donnerblitz, komm. Hau raus. Und da war es nur noch ein Pokémon. Komm, gib raus. Level 31 ist mir egal, komm. Ja, mit dem zweiten Pokémon.
Hol dir recht, Level 29, ja, schön und gut. Das wird sich bald mal entwickeln. Nein, ich will weiterkämpfen. Solange Pikachu noch kann, kann es weiterkämpfen. Molnuk. Molung. Wie auch immer. Donnerblitz, komm. Komm, lass es machen. Ach, yay! Pikachu wurde besiegt. So, wen haben wir denn da noch? Lea haben wir noch. Hoodie, na gut, gegen Pokémon, was Funkenflug kann. Jetzt. Finte, komm, mach mal. Mit Finte, setz dem Ganzen mit Finte ein Ende. Komm, setz dem ein Ende. Mein Maskottchen. Lea, hau rinne. Nice, das sah schon mal gut aus. Damit kann man arbeiten, das kann man machen. Das ist ganz in Ordnung. So, noch einmal Funkenflug. Ich weiß nicht, was das bringen soll, was das bringt. Ja, mittelmäßig viel. Jo, nice, Molnung besiegt. Dann machen wir Schluss. So, sofern jetzt nicht noch 10 Dialoge kommen und ich direkt zur Inselprüfung herausgefordert werde. Pah! Sphärenkrieg gewinnt 320, 3240 Pokémon und geht siegreich aus diesem Kampf hervor. Ah, du bist ganz schön stark. Wenn du das uns weiter im Weg stehst, mach ich nächstes Mal ernst. Mach das. Tu das. Tu, was du meinst. So, und ich speichere jetzt sofort mal zwischen ein paar, im nächsten Part hier weiter bei der Inselprüfung. Weil ist, ich habe ja gespeichert, ja, Ruinen des Lebens. Dann geht's im nächsten Part weiter. Glaube ich, nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, neue Sets und ja, kein weiteres Video mehr mit dem restlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein. Man sieht sich. Ciao.